Ja, hi und willkommen wieder bei mir auf meinem Kanal. Ja, heute mal ein bisschen was ausrüstungsmäßig. Und ich möchte heute euch einen Rucksack vorstellen. Ich habe den schon jetzt seit einem Jahr und habe den dementsprechend jetzt auch Langzeit getestet. Ja, und ich zeige das einmal. Das ist der Rucksack hier von der Firma 3FUL Gear. Und das gute Teil heißt Trajector oder Trajectory. Und ist ein Ultraleicht-Rucksack. Und momentan die Lage in China ist nicht so die prallste, aber die Teile mittlerweile richtig gut. Das ist jetzt die Ausführung im 35 Liter. Und der Rucksack hat ein paar nette Features und die schauen wir uns jetzt mal an. Ja, angefangen vom Gewebe. Ja, die bezeichnen das in einer kuriosen Art. Also ich nenne das, das ist ein Dyneema X-Grid Gewebe. Wir haben hier oben eine richtig große Tasche, die hier komplett umzugeht. Und wir haben hier auch an der Seite einen Durchgriff. Das heißt, wir können die Flaschen so reinstecken. Nachteil ist, wenn wir den Rucksack absetzen und der ist voll, fällt natürlich die Tasche hier runter. Das Problem kann man lösen, indem man hier oben einklipst. Und wenn man nur hier aufmacht, okay, geht er auch weiter runter, aber das hält sich noch. Hier vorne haben wir hier noch so eine Art Expander-Verschnürung. Ich hatte die getauscht, hier war ein etwas größeres Schockcord dran. Ich habe das ausgetauscht und ein kleineres genommen. Auch hier war eine andere Sache dran. Die habe ich rausgemacht und habe hier einen Line-Lock genommen, um das hier relativ zügig straff zu ziehen. Spart ein bisschen Gewicht. Ja, was macht diesen Rucksack eigentlich hier so besonders? Er hat ein Gesamtvolumen von 35 Liter. Hat auch ein recht gutes Tragesystem hier. Und ausgelegt ist er bis 13 Kilo. Ja, es gibt den in verschiedenen Ausführungen S, M und L. Und dafür die Daten, die lese ich euch mal ab. Man kann ja nicht alles im Kopf behalten. So. Also der Rucksack hat eine Größe S, eine Gesamtlänge von 55 cm und eine Rückenlänge von 45 cm. Das Gewebe nennt sich UHMWPE. Grauseliger Name. Da wiegt das Teil dann in 600 Gramm. Und dann gibt es den auch in ein X-Pack. Und da wiegt er 630 Gramm. So, in Größe M haben wir 60 cm in Gesamtlänge und eine Rückenlänge von 50 cm. Und hier haben wir auch wieder das Gewicht mit UHMWPE. 625 Gramm in X-Pack liegt da bei 650 Gramm. In L haben wir eine Gesamtlänge von 65 cm, eine Rückenlänge von 55 cm. Das Gewicht wieder mit UHMWPE in 650 Gramm und in X-Pack 670. Natürlich tut sich hier das Volumen auch der Größe her verändern. Ich denke mal, dass die 35 Liter bei den S-Volumen gemessen wurde. Ich habe in den Rucksack bedeutend schon mehr drin gehabt. Und ich denke mal, so in L müsste der so knapp 38 Liter haben. So, zu den Features. Der Gurt hier unten ist sogar abnehmbar. Und der Beckengurt hat in der Größe S eine Länge von 68 cm und ein Gewicht von 185 Gramm. Eine M-Größe scheint es da nicht zu geben. Wir gehen gleich rüber in der L und da ist er mit einer Gesamtlänge von 75 cm und einem Gewicht von 195 Gramm. Das sind traumhafte Maße und das Schöne ist hier, wie gesagt, den Beckengurt können wir abmachen. Innen drinnen die Metallstange. Er hat hier in der Wirbelsäule laufend eine anatomisch angeformte Aluschiene. Die können wir entfernen und hier unter haben wir auch noch ein Gewebe,
Das können wir auch entfernen und somit geht er vom Gewicht noch weiter runter. Das heißt, alle, die kein Beckengurt tragen möchten, können den rausnehmen und auch die Schiene rausnehmen, auch das Polster hier oben noch rausnehmen und die Form mittels Isomatte innen drin herstellen, wie was halt oder wie es in OLC noch gemacht wird. Ich finde den Rucksack richtig gut verarbeitet. Hat ein paar nette Features. Er ist wirklich toll gemacht. Und das geilste Feature ist, wenn ich den jetzt nicht wirklich, wenn ich den, sagen wir mal, richtig voll mache, wie es halt so manchmal der Fall ist. Ich habe hier die Seitenverschnürung mittels Clip, den kann ich rausmachen. So, auch hier mittels Clip. So, was wir hier oben natürlich haben, ist noch ein wasserdichtes Reißverschluss. Also, wir können das Ding hier richtig voll knallen. Und das Schöne ist hier, wir können hier die Seitenbefestigung aushaken. So. Und wenn wir den Rucksack dann zumachen, haben wir hier oben eine Lastenkontrolle. Das heißt, wir können den auch richtig schön vollgepoppt nehmen und da geht eine ganze Menge. Ja, also ich bin eigentlich sehr angetan von diesem Rucksack von 3F UL Gear, von den Trajectory. Und schickes Teilchen, Preis-Leistung wird wahrscheinlich die meisten jetzt interessieren. Der Rucksack liegt zeitweise um die 105 oder 110 Euro. Kann auch mal drunter liegen, da will ich mal die Augen aufhalten bei dem Teil. Und für den Preis ist das ein unschlagbarer Rucksack. Ich bin da sehr, sehr begeistert von. Ich habe den auch auf kleinen Touren gehabt, habe den richtig vollgeproppt und er hat sich sehr gut getragen. Wir haben auch hier hinten, dadurch, dass die Schiene ist, hier so eine Art Rückenventilation. Kommt wunderbar. Was wir hier natürlich auch hier an Hippels haben, sind hier Mesh-Taschen. Also Handy, GoPro, passt da alles ganz locker rein. Oder Snacks, die Taschen haben wir hier beidseitig. Und wir haben natürlich hier auch die Kontrolle, dass wir den Rucksack hier schön an den Körper ranziehen können. Dieses kleine Gimmick habe ich mir selber gemacht. Das ist im Prinzip ein Loop aus Shockcord, dass ich hier eine große Schlaufe genommen habe, dann einen Nylon genommen habe. Und schon kann ich hier meine Trekkingstöcke einhängen und zuziehen. Ich habe mir mal den Gimmick, ja, hier oben habe ich das selber auch noch, hier unter. Ich habe mir den Gimmick bei der Firma CPEX abgeguckt. Ja, bloß da kostet das richtig Geld und hier habe ich das für ein paar Cent selber gemacht. Was natürlich schön ist, ist hier auch am Gürtel, hier an einem Tragegurt, hier sind lauter Daisy Chains und wir können hier natürlich den Brustgurt noch verstellen. Ja, auch vorne am Bauchgurt können wir den Rucksack relativ zügig zumachen und kann den sehr schön einstellen. Also meine Empfehlung ist dieser Rucksack auf alle Fälle. Trägt sich sehr gut. Für den Sommer eine Top-Sache, für den Preis brauchen wir gar nicht diskutieren. Es muss nicht alles schlecht sein, was aus China kommt. Und ich bin da immer sehr vorsichtig eigentlich mit den China-Produkten, wenn ich sowas empfehle. Aber den hier kann ich wirklich wärmstens empfehlen. Mittlerweile hat die Firma 3F UL Gear dieses Modell weiterentwickelt. Und es gibt dieses Modell jetzt mittlerweile in einer 55 Liter Variante. Auch wieder in verschiedenen Materialien, in X-Pack, denn hier in diesem Dyneema Gridstop. Ich glaube auch so eine Art Dyneema Gewebe haben die jetzt auch noch auf dem Markt. Und
In der 55 Liter Variante hat er auch hinten zwei Aluschienen, ein ganz anderes Tragesystem als dieser hier. Und da liegt der Preis dann so um die 150 Euro. Also da nähern wir uns schon in den Bereichen an, wo auch High-Class Trekking-Rucksäcke sind. Es gibt ja schon gute Rucksäcke von namhaften Firmen, so um die 200 Euro. Und die Firma 3F UL Gear hat zum Beispiel dieses Modell so um die 100 Euro. Und das nächst höhere Modell mit 55 Liter Volumen dann so bei 145. Dann haben die auch noch einen neuen Rucksack in dem Modellprogramm drin. Und da weiß ich, dass der auch ein Kompositgewebe ist, also ein Mixgewebe aus so einer Art Dyneema Gripstop und Dyneema Gewebe. Und der liegt jetzt auch so bei 158 Euro, vage um den Daumen gerissen. Auch ein volumenmäßig so bis 50 Liter. Ja, das soll es zu diesem Rucksack hier gewesen sein, zu den Trajectory von 3F UL Gear. Ja, reinschauen lohnt sich. Übrigens, ich werde nicht für dieses Video bezahlt. Das ist alles mein Einkauf. Und ich mache dieses Video auch nur deshalb, weil ich sage, okay, wer UL gehen will, muss nicht immer zu extrem teuren Specs greifen. Also es gibt ja nun Packs, die sind jenseits von Gut und Böse, man liegt da auch bis zu 600 Euro hin. Wo ich sage, Preis-Leistung, no way. Ne, geht gar nicht. Da kann ich mir auch eine Mülltüte nehmen, ein paar Träger dran kleben und schon habe ich einen UL-Rucksack. Also das Teil selbst billiger machen geht nicht mehr. Wenn man die ganze Arbeit sieht, die hier drin steckt. Und der ist sauber gearbeitet. Also es sind wenig Sachen, die wirklich gemacht werden müssen an den Rucksack. Also ich würde nur die Shockboard hier setzen. Vielleicht euch dieses kleine Gimmick von mir abgucken hier mit den Shockboard für die Trekkingstöcke. Die habe ich dann so angebracht, dass sie ähnlich wie bei das Ding, wenn man so viele Rucksäcke hat. Osprey. Man kann die dann hier vorne ansetzen und dann hier durchführen. Ist schnell griffbereit. Meine Empfehlung. Klasse Rucksack, man merkt kaum, dass das Gewicht ist geil. Also, meine Empfehlung, dieser Rucksack von 3F UL Gear, der Trajectory. Ich mache gerne mal einen Link unten rein. Wie gesagt, ich werde nicht dafür bezahlt. Guckt euch das Ding an und wenn ihr mögt, bestellt euch den. So, ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen und sage tschüss, bis bald, euer Stefan.